Kannst du denn wieder in die Shisha brennen und keiner ist gewesen? Kann ich mich auch unsichtbar hinschleichen, anzünden und kann ich auch sagen, bin ich nicht gewesen. Ob du jetzt 50 Meter entfernt stehst oder unsichtbar hinrennst. Ja, irgendwie witziger, die von 500 Metern einen Pfeil reinzusetzen, die ganze Shisha brennt weg. Yippie, ach, was ist das denn hier schon wieder von Kacke? Willst du ein bisschen davon mal naschen? Hier willst du einen roten Apfel. Alter. Ich will einen roten Apfel. Wer will den roten Apfel? Ich will einen roten Apfel. Willst du einen roten Apfel? Ich will mich nochmal nachlesen, ob du einen roten Apfel willst. Ich habe einen Pfeil im Kinn. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür Erde, ja. Dann mache ich das aus Bricks. Ach, mal gucken. Ich glaube, du bist nicht an einem roten Apfel interessiert, Dennis. Okay. Okay, Erde habe ich leider nicht so viel. Wie groß ist denn so ein Feld eigentlich? 50 mal 50? Nee, das ist viel zu groß. Sehr traurig. Keiner möchte meinen roten Apfel. Ich weiß ja nicht mal, wie dein roter Apfel aussieht, deswegen kann ich mir nicht sagen, ob ich so interessiert bin. Wahrscheinlich ist ein Schwert. Lecker. Rund. Rund, ja, rund, lecker, glänzend. Eine Verfügung. Hört sich an nach Äpfel, will ich nicht. dann wäre er faulig, angebissen und scheiße. Und mehlig. Ach stimmt, ich wollte ja noch was anderes. Gibt eine Apfelsorte, die heißt Jona Gold. Finde ich gut. Oh ja. Ja, Peter hat jetzt direkt schon einen anderen Begriff gedacht. Nein, Alter. Habe ich überhaupt nicht, aber du. Alter, Adi. Hä? Was? Wieso, Alter, Adi? Hat doch gar nichts gesagt. Jetzt habe ich es verstanden. Das hat aus Hadis Mund. Oh, wie geil, aber schwierig werden. Wie geil, Christian, das ist wieso kriege ich gar nicht ständig zynische Kommentare von dir zu hören? Weiß ich nicht. Jedes Mal werde ich verzeihen. Immer so ein Kommentar von links, von rechts. Wie geil das einfach auch vorhin war, dass ich so sauer war, dass ich das N-Wort gesagt habe. Oh ja, stimmt. Dann hat er richtig. So geil. Ja, eiskalt hat er das gesagt. Ja, so okay. Sauer. Christian, wir hatten DC, ganz kurz gesprochen. Oh, ja. Toll, Unity Media. Ihr habt echt was verpasst. Oh ja. Und ach, im Prinzip, eigentlich haben sich nur Sepp und Jay gefetzt. Schon ein bisschen. Ja, und ich hab dich ein bisschen angeschrien, Hardy, aber das hat mich nicht interessiert. Ja, das hat mich auch nicht interessiert. Ich fand das viel witziger, euch beim Keifen zuzuhören. Wegen einer Sache, die ich gemacht habe. So, wo bauen wir das denn? Bauen wir das hier hin, dann müssen wir abholzen. Boah. Habe ich jetzt nur eine Axt mit, Hammer, nice. Nee. Krieg ich zumindest mal wieder Holz. So. Ja, und dort die Session eigentlich noch. Allzu lange dürfte es nicht. 8 Minuten. Schade. Doch, es lohnt sich ja dann gar nicht mehr. Ja, kannst du ein bisschen Hardy trollen, ne? Noch. Was anzünden? Die Finker? Ja, das lohnt sich noch. Der Boden könnte echt mal angezündet werden. Nee, wenn jemand musste die von oben anzünden, damit so schnell kommen die nicht nach oben, um eventuell noch zu löschen. Die ist ja schon oben angezündet. Warte, du musst nur den Baum anbrennen und dann weißt du manchmal von oben nach unten. Nein, das tut's ja nicht. Wir könnten einfach, weißt du, du kippst einfach dann einen Eimer Lava aus oben drauf. Dann reicht das schon, der geht das schon flöten. Boah, Peter, echt, du hättest viel weniger Stress, wenn du die Bowl aus grünem Glas gebaut hättest. Hätte er auch. Bowl nicht gebaut. Dann bräuchte er sich nicht auf so dubiöse Geschäfte mit mir einlassen. Na, aber die Verzierung von Peter, die bleibt leben. Als ja, genau. Wir haben übrigens noch gar keine Gottheit, das kann ja nicht sein. Nee, die ist, auch noch die ist echt noch nicht erschienen. Das heißt, wir müssen die Season dürfen wir noch nicht beenden. Nee, die hat sich einfach gedacht, so, die Menschheit aus 6 Leuten, die ist einfach. Du hast den Grundstein gelegt, Jay. Ich? Achso, willst du jetzt aus meinem Haus die Gottheit machen oder was? Nee, aus dem Mammutbaum. Achso, stimmt. der Grundstein ist. Ja, dann. Wo steht denn der Mammutbaum? Bei dir auf dem Dach, auf der Fenster. Oh mein Gott, aber die Gottheit ist bis jetzt kein gutes Omen gewesen.
Die Gottheit hat immer das Ende der Season eingeleitet. Das stimmt wohl. Die ist immer dann gebaut worden, dann kurz darauf war, dann stimmt vorbei. Gar nicht. Wo war denn eigentlich die Gottheit? Das war noch 100 Folgen oder so. Ja, wo gab's denn eigentlich die Gottheit? Die war einmal bei Hardy im Hof in Season 5 und wo war die in Season 6? In Season 5 war die bei mir auf meinem Gelände. Da ist hier das erste Mal in Erscheinung getreten. Wobei. What the fuck? Was ist denn jetzt schon wieder los? Boah, heute geht echt gar nix. Nee, ich dachte in dem Hof, den Hardy da. Lol. Mega Legi ist das, ne? Ja. In der Adventure-Map? Ja. Da ist die zuerst erschienen. Ja, richtig. Ah. Ja, richtig. Und danach war die Adventure-Map zu Ende. Nee. Leider nicht. Die war gar nicht mal so aber danach schlecht. Ist ich wollte gerade sagen, die war doch geil, Alter. Aber danach ist sie erschienen, oder wie? Ja, und danach hat sie sich quasi gedacht, ich beobachte die Menschen mal während der Season, dann hat sie sich gezeigt. Aber kurz nachdem die quasi bei meinem Hof da erschienen ist, hat es Lava vom Himmel geregnet. Die Apokalypse. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, das war so eine Sache, wo wieder zu viel passiert ist auf einmal. Oh ja. Aber schon wieder Hardy und ich, also ohne Scheiß. Und Hardy und ich müssten uns echt mal ein bisschen zusammenreißen manchmal. Und das stimmt wohl. Manchmal. Ich hab das Gefühl. Eigentlich sollten Heidi und ich uns, glaube ich, mal verbünden und einfach die anderen anzünden. Das stimmt. Was wäre, wenn wir beide im Team spielen würden? Das hatten wir ja schon in der letzten Season ein bisschen. Stimmt, dann würden aber wir die ganze Zeit die anderen trollen. Ja, aber hatte, würden wir das uns hattet ihr in der letzten verraten. Season ja schon und am Ende habt ihr euch trotzdem gegenseitig gekillt. Genau. Am Ende wird man sich gegenseitig verraten. Ja, weil ihr beide Verräterschweine seid. Das heißt beide Brutus. Echt, und Judas. Etwa Judas gesagt. Hast du gerade das J-Wort gesagt? Echt mal, Peter. Ist Judas das neue J-Wort? Genauso wie mit dieser komischen Apfelsorte gerade da. Hast du das auch gesagt. Aber da fällt mir ein, ich meine, Hadis Dach ist groß, doch aus Ziegeln, oder? Ja. Ja. Ja, cool. Ich hab ein Feuerzeug dabei. Ich erschaffe Ziegel. Ja, aber Ziegeln helfen nicht. Aber weil wir sind nur zu fünf, dann reicht das eigentlich schon. Du willst sie anzünden, oder was? Den Baum. Ganz oben, den Baum. Ja, die Seiten sind aus dem aus Holz. Ja, wie, ne? Aber dann kann es passieren, dass die Gottheit nicht in Erscheinung tritt. Ich würde einfach Lava mal rüberkippen und gucken, was passiert. Das hilft immer, so wie im Dschungel. Ja. Ich werde das nochmal ganz kurz, die letzten paar Minuten, die wir haben, inspizieren, ob man da gefahrlos was machen kann. Ich finde, die ist nie fertig geworden, wa? Das ist echt so traurig. Nee, die ist echt nie fertig geworden. Aber ich fand, dass die Inneneinrichtung, das war auch irgendwie langweiliger, als die das außen zu bauen. Meistens so, oder? Ja, das ist echt meistens so. Das finde ich auch irgendwie schade. Bei Minecraft fehlen halt auch die Inneneinrichtungen. Ja, und deswegen kann man das irgendwie so stehen lassen als Objekt, was man sich angucken kann. Und jetzt entsteht daneben noch eine geile Kathedrale. Oder Sepp, meinst du, dass du die Kathedrale innen auch mit Bänken und mit all dem ganzen Scheiß klar, hast? Und mit ganz viel Kronleuchtern und so, weißt du? Und ja, geil. Ist doch gut. Ist voll fett. Riesenkreuz an der Decke. Ich hoffe, das Kreuz ist umgedreht. Ja. Jeden Junge. Julian, guck mal, ob die Gottheit erscheint. Brennhaus, brenn! Wenn davon nicht mehr viel überbleibt, dann sieht das bestimmt so aus, ja. Burn, Motherfucker. Burn. Echt mal. Wow, das habe ich ja noch gar nicht gesehen da hinten. Was bist du denn? Warte. Das da. Los, Gottheit, erscheine! Ich kannte bis jetzt nur die Burgmauern. Cool. Was ist denn? Alter. Oh, Dennis, das brennt aber heavy. Das sehe ich sogar von hier aus ganz gut. Das wäre so witzig, wenn jetzt die Shisha anfängt zu brennen. Dann würde ich mich so bepissen voll. Die Shisha. Die Finca anfängt zu brennen, dann würde ich mich so bepissen voll lachen. Ja, eben, das richtig reinpissen. Ja. Alter, wie das voll am Burn ist. Hat das schon wieder aufgehört? Nee, das brennt voll hoch. Vielleicht ist das ja diesmal. Ich meine, wir wissen ja auch nicht, in welcher Gestalt die Gottheit erscheint. Ja, das sehen wir dann, wenn da irgendwas überbleibt. Dann sieht das auf jeden Fall aus wie. Das sehen wir halt, wenn er gleich fertig ist. Ja, genau.
Zweiter Baum, ne, der zweite Baum hat schon. Aber die Sache ist halt auch, dazu erzwingen, ob das eine wahre Gottheit ist. Die ist immer das so erstaunlich Zufall. Ist ja quasi nur Zufall, so ein, ne? Das ist ja nur ein Opfer bringen. Oh, lol. Genau, ich bin nur ein Opfer. Und wenn die Gottheit sich jetzt entscheidet, nee, Dennis, das bist du nicht wert, dann nicht. Dann kommen sie auch nicht. Mann, scheiße, du sollten echt eine Sekte gründen. Ja, ah, genau. Ich trete jetzt der Pizmich-Sekte bei. Kostet nur euer ganzes Scheißgeld. Ne? Eben. Du musst dein plus Leben das, dafür abgeben. Plus das Portemonnaie, plus die Portemonnaie halt eurer Eltern. Ach, das sind da arme Schlucker, die haben ja nichts. Es sei denn, das sind Sams Eltern. Ja. Hallo, ah, Sammy! Da können wir uns doch schon refinanzieren. Dennis, du musst halt jetzt aber nicht erzwingen, dass die abbrennen, ne? Nein, ich wollte nur jeden Baum einmal anfackeln. Ja, der brennt doch schon. Ja, und hier noch der letzte. Alter, also der eine, der brennt mal richtig übel. Ja, ich sehe das schon kommen, dass die Finker gleich schon irgendwie noch angucken. Und der große Quatsch, brennt irgendwie gar nicht so richtig. Hadi ist wahrscheinlich schon in Richtung Shisha unterwegs. So. Nee, oh, da ist die Session vorbei. Piep, 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 piep. Piep, piep. Ja, dann muss ich das nächste Woche hier bauen. Was? Das muss er doch fertig nächste brennen. Nächste Woche bauen. Alter, Dennis, was davon überbleibt, ne, ist ja echt nicht mehr feierlich. Komm schon, Gottheit, zeige dich. Dann könntest du das bitte beobachten, sobald auch nur. Allerdings kann ich jetzt schon sagen, Block von uns brennt, das hat bei uns mit erschwerten Bedingungen stattfinden. Naja, wird nichts brennen können. Okay, ja, ich sag es ja nur. Wobei der Bram hat ja schon unsere Bäume abgebrannt. Ja, nee, halt, ich darf mich aber revanchieren. Du darfst nicht trollen. Ja, hat doch nichts mit Freunden zu tun, Revanche. Doch, Hadi, du hast deine Ehre. Nee, nix da. Worüber hast du denn gewettet, Hadi? Dann brennt bei euch auch einer. Siehste, so viel ist Hadi wert. Dann seht ihr mal wieder, worauf wir euch eingelassen haben. Den habt ihr auch noch mit Unsichtbarkeitszwecken in den Arsch geschoben. Hallo, die Abmachung war keine Trollerei. Nein, die Abmachung war, du trollst uns 2 Runden lang nicht. Ja, richtig. Und irgendwie ein Block da anzünden. Dennis, irgendwie brennt das nicht richtig. Ja. Regnet zu viel. Jetzt hat Feuerzeug weg. Das ist eine krüppelige Gottheit, die Scheiße. Gottheit ist nicht erschienen. Ja, Gottheit ist nicht erschienen. Komisch, dass da genau jemand angefangen hat zu beregnen, wo ich angefangen habe. Das war ja ein klares Zeichen, das ist noch nicht so weit. Ja, die Season noch soll noch die dauern. Season nicht vorbei. Tja, mit diesen wunderschönen Worten sehen wir uns dann morgen wieder um 13:30 Uhr. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss, Mama.